Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shine. Und zwar nach dem Livestream. Und es wird eine ganz kurze Update-Folge. Eigentlich hatte ich ja vor, mit Flo was aufzunehmen, aber das ist nichts mehr geworden. Es ist viel zu spät jetzt schon. Ich muss nur eine ganz kurze Folge machen, damit ich die gleich hochladen kann. Also sage ich kurz, was ich im Stream gemacht habe und was ich noch offscreen gemacht habe. Also, ich habe das ganze Zeug geschmolzen. Und wir haben jetzt eine Menge Gold und eine Menge Tin auch. Dias haben wir ja sowieso viele gehabt und alles. Was habe ich noch neu gemacht? Goggles of Revealing habe ich im Stream gemacht, alles verzaubert. Gerade habe ich mir noch ein Ender Companion gemacht und. Wo ist das da? Und alle diese Sachen verbraucht, diese Knowledge Fragments. Zusätzlich halt noch ein paar andere Sachen gefarmt. Ich habe jede Menge Aura Nodes ausgesaugt und was ich noch gemacht habe, Thorncraft ist hier weg, das habe ich nach drüben verlagert. Also da haben wir schon den nächsten Raum jetzt eingelagert. Und da werde ich dann in irgendeiner Folge mal die Runic Matrix aufbauen. Ich muss mal hier runter. Ich laufe jedes Mal falsch, also wundert euch nicht. Das mache ich immer. Und Dynamic Lights. Nein, sind eh ausgewiesen. Okay. Habe mich vertan. So. Und zwar haben wir das hier mit einem Nitor unten drunter, das Crucible. Hier dann eine Research Note. Die werde ich jetzt gleich noch machen, damit ihr dann noch was zu sehen habt. Und. Ja, hier drüben ein Deconstruction Table. Da läuft die ganze Zeit mit Gold durch, weil wir haben so unendlich viel Gold durch die Bedrock Dimension. Da kriege ich halt meine Effekte her. Ich habe übrigens, also meine Aspekte, ich habe alle. Dingens verbraucht, alle Knowledge Fragments, die habe ich alle gegessen für die Aspekte. Und noch dazu habe ich jede Menge Aura Notes auch ausgesorgt. Also mein Zauberstab, den habe ich jetzt gerade nicht mit, aber der ist jetzt auch komplett voll. Ja, und ich denke mal, dass ich jetzt offscreen dann. Ich weiß nicht, ob ich morgen was schaffe, weil ich morgen eigentlich noch einkaufen fahren wollte, noch zusätzlich. Also ich weiß noch nicht genau, wie das dann ablaufen wird. Aber ich habe halt vor, schon noch was zu machen. Aber was ich jetzt gleich mache, ist kurz das Rezept daneben. Ich muss wieder Aspekte farmen. Die gehen so unglaublich schnell weg. Ordo zumindest habe ich richtig, richtig wenig einfach nur. Muss ich unbedingt was machen. Ja, das ist die Construction Table. Zerlegt einfach Items in die 6 Starteffekte. Und desto hochwertiger das Item, desto höher die Chance, dass da was Gutes dabei rauskommt. Deswegen habe ich überlegt, durch Tiers oder Gold ran. Und durch die Bedrock-Ebene ist es sowieso egal. Ja. Gut. Haben wir noch irgendwas gemacht? Ich glaube nicht. Ja, da ist der Zauberstab drin. Der ist halt voll. Mit allem. Ja, dann mache ich jetzt noch schnell dieses Rezept hier. Muss ich jetzt eben nachschauen. Per Mutatio haben wir auch kaum mehr was. Das ist richtig schlimm. Und davon müssen wir jetzt auf Spiritus mit 4. Das heißt, wir suchen uns hier eben Spiritus raus. Die Seite, wo ich das mache, ist übrigens nach wie vor in der Beschreibung. Im Livestream habe ich auch großteils nur Thorncraft gemacht. Ich habe versucht, das Cario zu töten, aber das hat nicht geklappt. So, dann machen wir jetzt da mal Motus hin. Na, Motus, so. Dann Bestia Humanus. Es geht langsam echt alles. Alles geht uns einfach aus. Wir haben so wenig Ordo. Wir haben jetzt zwar richtig viel AR und so, richtig viel Ignis und Perditio auch. Aber wir haben kein Ordo und so weiter. Das ist das Problem. Ich hoffe, dass ich das Ignis und so weiter noch brauche, weil das brauche ich echt selten im Vergleich zu Ordo. Ordo brauche ich am häufigsten und dann Aqua und AR. Okay, Cognito noch. Sollen jetzt Cognito auf Motus. Das sollte eigentlich ganz genauso funktionieren. Das sind 3 Bestia, nein, Humanus, Bestia, nein, das geht nicht. Ja, muss ich noch schauen, was ich da dazwischen mache. Schauen wir einfach mal kurz nach. Cognito auf Motus. Da haben wir Cognito. Wo haben wir Motus? Müsste hier sein, ja, hier. 3 Spiritus Motus und Exanimus. Exanimis. Sorry. So, Mortus haben wir hier und Spiritus haben wir hier drüben. So, und dann brauchen wir jetzt noch Messis und Motus. Messis ist Humanus. Humanus kann ich zu Bestia machen, zu Cognito, ja. Cognito, nein, Cognito geht damit nicht. Was brauche ich da? Bestia, genau. Bestia, dann Humanus und von Humanus dann zu Messis, was war das? Ach, Blödsinn. Verdammt. Wie mache ich das denn? Ach, schauen wir kurz nach. Ich vertue mich immer. Gerade weil es jetzt so spät ist. Ich bin total im Arsch schon wirklich. Ich habe jetzt mehr als 2 Stunden gestreamt und ich bin einfach nur müde. Ich will ins Bett. Ich hoffe, ihr vergibt mir, dass es eine kurze, eine richtig, richtig kurze Folge wird. Das ist eher so ein Livestream-Update, anstatt irgendwas Produktives zu machen. Aber ich kann euch gleich noch das Dingens zeigen. Das, Pharmanomicon, wie viel ich schon habe. Ich bin jetzt schon bei den Golems. Also hier, wenn ihr schaut. Das sind jetzt gerade die Golems.
Das kann ich alles purchasen. Und dann haben wir dann Advanced Golems. Das kann ich. Okay, das sind alles Research Nodes, ja. Das kann ich mir nicht purchasen, weil mir da schon wieder was fehlt. Vakuus fehlt mir da. Was kostet das denn? Ich glaube, das war. Ah ja, und Felicio. Ja, dann stellen wir einfach mal ein bisschen was davon her. So. Das kann ich mir nicht leisten wegen Perdizio, okay. Ja, kriege ich die ganzen Researches dann raus. Das kann ich auch noch purchasen. Jetzt habe ich keinen Motus mehr. Jetzt haben wir hoffentlich wieder genug. Ja, das sind schon richtig viele Thaumium Golems. Und das sind die Upgrades für die dann nachher. Gucken wir uns zum Beispiel mal das hier an, Advanced Golems. Wie lange haben wir denn schon die Aufnahme? 6 Minuten? Ich mache so eine 10-Minuten-Folge, das mache ich jetzt noch, glaube ich. Dann seht ihr halt so, wie ich das bei Farmcraft immer mache. Die Sache ist, wir haben jetzt schon wieder kein Aqua mehr. Ich muss, glaube ich, offscreen wirklich ein paar Dungeons machen. Ich habe eh schon welche gefunden. Dann laufe ich durch die Dungeons durch und hoffe auf viele Knowledge Fragments, weil von denen brauche ich richtig viele. Ich glaube, das Beste wäre eigentlich, wenn ich Thorncraft Dungeons suchen gehe. Weil ich glaube, dass die die meisten haben an Knowledge Fragments. Das wäre ganz gut. Okay, gut, dann schauen wir jetzt wegen Census. Das sind 3 rüber zu Victus. Das haben wir. Wo haben wir Victus? Hier unten. So. Spiritus Victus Aqua. Victus. Und. Moment. Das ist falsch. So. Dann Sensus zu Cognitor. Machen wir gleich als nächstes. Machen wir Cognito da. Das sind dann allerdings 4. Aya, Motus von Sensus. Ups. Da ist Aya, Motus, Ita und Terra. Terra, so. Und dann Terra zu Perdizio. Das könnte ich auch, glaube ich, hinkriegen. Schauen wir mal, was hat Perdizio. Ordo und Feuer. Gibt es irgendwas, was Feuer und Dings hat? Nein, ich krieg's nicht hin. Ich bin zu fertig. Perdizio. Terra. Nein, Potentia ist es nicht Perdizio. Ich sag immer Perdizio, keine Ahnung wieso. So, Terra. Da. 2. Ordo Instrumentum Tutamen. Ordo. Instrumentum und Tutamen. Tutamen haben wir richtig viel noch. Ja, da haben wir jetzt das auch. Advanced Golems. Da muss ich mir halt die Matrix machen, damit ich das alles überhaupt herstellen kann. Also das dauert noch. Aber ich denke, das werde ich. Soll ich die Matrix offscreen oder onscreen machen? Das könnt ihr mal schreiben. Ich habe hier dann unten, das muss ich auch noch alles machen. Das ist richtig schlimm, wie viel ich da noch vor mir habe. Aber ich habe eigentlich schon jetzt richtig viel geschafft. Also ich habe das hier schon durch. Ich habe da auch schon die neuen Sachen, die dazugekommen sind, gemacht, wie ihr hier sehen könnt. Dann hier, das ist ja richtig viel auch noch mit den ganzen Zauberstäben. Das habe ich alles schon. Alchemie habe ich auch durch. Ja. Da muss ich halt die ganzen Sachen dann noch machen. Diese Destillation, alles. Dann hier haben wir die Arcane Stones. Arcane Ear. Wofür das genau ist, weiß ich nicht. Goggles of Revealing ist halt logisch. Das ist, kann man noch Runic machen. Brauche ich Runic Headpiece. Weiß gar nicht, wo ich das herbekomme. Aber ja. Dann diese Armor Upgrades, Runic Boots of the Traveler. Boots of the Traveler kann ich mir allgemein mal machen. Arcane Boar zum Beispiel gibt es auch noch. Was brauche ich dafür überhaupt? Es ist auch was mit der Matrix wieder. Muss ich erstmal die Matrix herstellen. Das ist halt das, was höchste Priorität jetzt erstmal.
Und bei der Golemancy bin ich jetzt halt gerade dran. Und danach kommt Thaumic Tinkering, das ist jetzt das Schwierigste. Da müssen wir dann an Ikor rankommen. Und mit Ikor können wir uns dann die Sachen hier herstellen. Das ist die Rüstung von Nodob. Da ist das Schwert. Und da ist der Helm. Das wird dann halt richtig hardcore. Ja, aber ich denke, wir haben da schon einiges geschafft, würde ich mal sagen. Ja, dann war es mit der Folge und ich hoffe, ihr versteht, dass das mal eine kurze Folge war. Dafür war der Livestream länger. 2,5 Stunden oder sowas. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.